Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Black Desert Online. Ich Hallöle. Und das ist der Desert, Dü. Wir sind natürlich wieder am Start, haben letzte Folge Level 50 geschafft und müssen jetzt erstmal in den Wald begeben, weil da Nebel ist. Das ist unsere Quest. Ein Beispiel. Ja, genau. Und so, ich lauf mal los. Ja, lauf mal los. Noch was sagen? Nee, ich habe noch ein paar Screenshots gemacht, ne? Weil ich das wieder letzten Folgen vergessen habe. Und ja. Das Übliche. Ja, der Klassiker natürlich. Na? Also gut. Na gut. Ich glaube, ich habe es auch vergessen, aber das macht nichts. Irgendwo werde ich schon was finden. Meinst du? Ja. Meinst du in deinem jugendlichen Leichtsinn? Ja, ich habe auch ein paar mehr gemacht. Wenn nicht, dann stimmt es halt nicht überein mit der Folge. Das ist jetzt auch nicht ganz so super schlimm. Ja, ich versuche zumindest immer, wenn es in der Folge, weil wie gesagt, innerhalb der Folge mache ich fast immer einen Screenshot. Und da versuche ich schon, sagen wir mal, innerhalb der Folge richtig zu liegen, damit es halt nicht heißt von wegen, ja, hier, da sucht sich immer nur das Beste raus, obwohl es gar nicht passt. Obwohl die Folge scheiß langweilig war, hat er so ein mega spannendes Screenshot, das ist Clickbait. Nee, will ich natürlich nicht. Aber manchmal kommt es halt auch vor, dass es eben nicht funktioniert, dass man sich wirklich irgendeins raussuchen muss. Guck mal, da wohnt eine Hexe. Oh, na gut. Im Hexenwald. Mann, scheiße. Ey, schub's nicht. Siehst du jetzt mal einen Screenshot von der? Ja. Weil die so schön golden ist. Gold wirkt immer. Auf Gold klicken die Leute. Ja, ja. Ja, ja. So. Achso, da müssen wir jetzt mal weitermachen. Die Leute klicken lieber eher auf irgendwelche Smileys und so ein Quatsch, ja. Diese gängigen WhatsApp. Ja, mittlerweile nicht mehr so. Also, das ist tatsächlich weniger geworden. Auch das Pfeile und Dinge, das ist allein aus dem Grund, weil es halt hat eine Weile funktioniert, aber mittlerweile wissen die Leute, oh, das ist oft Clickbait und hast du nicht gesehen. Und da kriegen die teilweise schon von alleine nicht mehr drauf. Teilweise sogar aus Protest. Zu Recht oder zu Unrecht, muss man sagen. Ja, einerseits, es wurde eine ganze Weile extrem übertrieben, weil es die Leute halt getriggert hat. Andererseits halte ich schon für legitim, durchaus, wenn man irgendwas Spezielles zeigen will, dann noch einen Pfeil mit einzubinden. Aber sollte nicht überhand nehmen und dann auf jeder Thumbnail ein paar Möpse abgebildet sein, die dann noch mit einem großen Kringel umkreist sind. Nur als Beispiel. Ja, kannst du zum Beispiel mal deine Möpse reinstellen. Oh nein, meine Möpse, die bleiben bei mir. Aber ich verweise da gerne nochmal, wie am Anfang dieser Aufnahme, vor glaube ich 8 Folgen oder so, auf Büs YouPorn-Kanal. Denn auch der braucht Aufrufe. Das stimmt wohl, ne? Da, genauso da bedanke ich mich. Das sind allerdings auch Videos zum Black Mask verlinkt auf jeden Fall. Ne? Ja. Da findet ihr auf jeden Fall alles, was euch begehrt. Ne? Genau. Zu Black Mask. Wobei ich natürlich leider nicht mit dabei bin, weil ich mache sowas nicht. Aber mit dem Drachenlord gemeinsam hat er so ein Video gemacht. So als Co-Produktion, das ist doch toll. Da hatte der Drachenlord mal nicht die Gummipuppe genommen, sondern den Dü. Und wenn beide Spaß hatten, warum nicht? Ja, ist halt so, wenn man halt keine Videos mehr. Wobei, wurde das bei dem nicht sogar verboten? Da wurde doch alles eingestellt eigentlich, oder? Jein, also verboten, er darf keine Livestreams mehr machen, soweit ich weiß. Weil von mancher Seite. Und er war bzw. ist ja nicht der beliebteste. Wobei man dazu sagen muss, dass es halt auch teilweise, sagen wir mal, dass er natürlich von dem Image lebt. Aber teilweise halt auch übertrieben wird. Also wenn jetzt nur um den Leute zu ärgern, da tausende Leute bei ihm vor der Haustür treffen, dann hört der Spaß natürlich auch auf. Ja, das ist irgendwann ist halt Schluss. Ne? Weil jeder hat sein Privatleben irgendwo verdient. Auch ein Drachenlord, muss man nicht sagen. So. So. Hopp. Wie viele hast du noch? Mir fehlen noch 60. Nee. Wie viel fehlen dir noch? 60? Ja, 60. Ach ja, als ob man. Ja, warte, ich mach's nicht mehr fertig. Okay, erledigt. Ja, ich hab's auch fertig. Gut. So. Knack. Wo bin ich denn? Ja. Ich bin mitten im Busch. Wo ist denn der? Achso, das war ja die Hütte. Genau, ich frag mich gerade, wo soll denn hier was sein? Mitten im Busch.
Musst du deine Hütte immer bepflanzen? Hallo, Herr Schwarzgeist. Herr Schwarzgeist ist auch da. So, energisches Wähler. Hallo. Quest abgeschlossen, schön. Ja, das finde ich auch schön. Das finde ich auch schön. So. Bist du schon unterwegs? Nee, du bist auch hier irgendwo. Ich sehe dich noch nicht. Ach, da stehst du. Hab dich in deiner Maske jetzt gerade nicht gesehen. Nö. Solange du brauchst, sammle ich mal wieder ein bisschen Dickicht. Meinst du? Dicke mit dem Dickicht. Okay, gut. Wir können. Na dann, Abmarsch. Wir können wieder laufen. Ich freue mich. Lauf, Dylan, lauf. Sonst gehen wir alle. Und das hatten wir schon. Wir gehen auch so drauf. Irgendwann mal. Das stimmt. Das Leben ist endlich. Wie fängt irgendwann irgendwo das Draufgehen an? Bei Dü dauert's nicht mehr lang. Dü. Warum bei mir? Warum nicht? Hm. Weil, wenn das bei mir wäre, wäre ja doof. Also ich hoffe schon noch, dass ich ein paar Jahre hier bin. Das wäre schön. Ja, zwei, drei Jahre gönne ich dir ja auch noch. Das wäre durchaus schön. Hauptsache, ich lebe länger als du. Alles andere ist mir egal. Wir sind ja Konkurrenten. Das ist wieder so ein Konkurrenzspiel. Meinst du? Ja. Und sollte ich doch eher abnippeln, dann musst du da trotzdem noch 10 Jahre durchhalten, weil du ja später angefangen hast. Mhm. Ja, wir wollten eigentlich gleichzeitig anfangen, aber du hat sich verspätet. Wieder mal. Ja, kannst du mal sehen, ne? So ist das mit dem Dü. Ja. Ja, es sind jetzt 11 Jahre zwischen uns, ne? Oder 12. Ich weiß gar nicht. 10, wie viel? 10? Ich weiß es nicht. Genau 10. 10? Bis auf ein paar Tage natürlich, weil wir nicht am selben Tag Geburtstag haben. Und auch nicht am selben Monat, also auch vielleicht Monate. Ja. Aber es waren ungefähr 10, soweit ich weiß. Ja, also 10 Jahre habe ich mich verspätet. Aber. Wie heißt das immer so schön? Die letzten werden die ersten sein. Ja, oder auch nicht. Wie, oder auch nicht? Oder auch doch? Ja, auch nicht. Huch, was ist jetzt? Okay. Bei mir ist gerade was aufgegangen, Level 50. Aha. Ja, ich bin jetzt Level 50. Herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich, weil wir jetzt ins neue Gebiet gehen. Glückwunsch zu eurer Errungenschaft. Euer neues Abenteuer beginnt jetzt. Auf dieser Avasarte erwarten euch Aktivitäten. Das ist toll. Dankeschön. Tschüss. Du erklärt mir das später mal. Boah, keine Ahnung, ey. Kling. Das geht. Neues Wissen erhalten. Übertrennt. Das geht alles in den Black Desert Online Wiki, wo nur keine Seite. Da ist okay, vielleicht noch nicht. Also bei mir gingen die Seiten auf. Ja, oder sind die erste. Also nicht alle. Vielleicht. Was, Questleitfaden? Da ist gar nichts. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal aufrufen kann. Ich hab's ja wieder zugemacht. Weiß auch nicht. Nicht, aber nein, danke schön. Egal. Greif drauf. Real. Gefährlicher Guru ist die nächste Quest, die wir haben. Ich muss erstmal noch die Quest abgeben. Aha. Mach mal. Ja, ich mache. Laden. Ich mache. Was drin? Hier Unkraut zum Beispiel, das können wir verkaufen. Lelelelele, Unkraut hier. Alle verkaufen. Ja. Okay. So, okay. Ja. Ist ready. Nö. Aber das hat mich ja noch nie gestört. Ja. So, weiter geht's. Das stimmt wohl. Ja. Bin wenigstens ehrlich. Dich. So. Hallo, also. Freunde! Sammelt Holz von den Trollrennen. Jede Menge. Also wie ein End. Ja. Das ist ein neuer Trend. Sei ein End. Aber warum hauen wir die? Waren das nicht gute? Die Ends? Ja. Ja, die waren gut.
hab's erst zuletzt wieder gesehen. Wie siehst du? Und warum bauen wir die dann? Weiß ich nicht. Die armen Trends. Ja, ich muss das ja meiner Freundin mal zeigen. Die hat es nämlich noch nicht gesehen gehabt. Ja, ja, nur gut. Solche Leute gibt es immer wieder. Wie fandest du es denn? Am Anfang recht verwirrend, muss man sagen. Ja. Weil da halt auch viele Persönlichkeiten halt, ne? Die auch teilweise gleich ausgesehen haben. Ja. Also das kann ich bei Herr der Ringe ehrlich gesagt nicht sagen. Gerade am Anfang die Gefährten, da war ja jetzt nicht so großer Unterschied. Die einzigen, die sie jetzt verwerten können, waren hier Merry und Pippin. Die habe ich gerne und regelmäßig. Die Elben halt zum Beispiel halt ganz gerne halt natürlich, ne? Die Elben, ne? Ja, weil die halt, die sind ja nur ganz, ganz kurz halt im Grunde genommen im Bild halt natürlich. In den hatten auch die Extended Version halt geschaut gehabt, aber die waren halt wirklich echt kurz nur. Naja, also nur die Gefährten jetzt erstmal oder alle? Alle Filme. Genau. Ja gut, sie waren nicht ganz so oft da, ja, man muss natürlich gucken, zum Beispiel, wenn halt, sag mal, nur eine Nebenfigur ist, die ist logischerweise ja auch nicht so oft da. Alles andere wäre Unsinn. Das ist klar. Aber ich glaube aber, man hätte, glaube ich, eine Serie, das was man heutzutage halt ganz gerne macht, eine Serie hätte man da auch gut draus machen können. Du meinst die Serie, die jetzt gerade geplant ist? Nee, das ist ja nicht die Serie halt. Ja, stimmt, das ist eine Herr der Ringe-Serie geplant, allerdings natürlich nicht über die Trilogie, sondern eher Vorgeschichte. Vorgeschichte, genau. So Zeit von Smeagol oder sowas, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube Aragorn, oder? War es nicht Aragorn? Ich meine Aragorn. Kann auch sein. Wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen. Momentan ist ja auch eine Buch-Spiele-Verfilmung. Auf den Markt gekommen, wobei eigentlich das Buch verfilmt wurde, was schon mal worum auch das Spiel geht, nämlich Witcher. Ich weiß nicht, hast du da schon mal reingeguckt? Nee, da noch nicht. Nee. Ich weiß ungefähr, worum es geht. Ich habe mir ein paar Folgen angeguckt. Man hätte was besser machen können. Finde ich. Das ist jetzt noch nicht so. Hast du das Spiel gespielt oder was? Das Spiel nicht, aber ich habe das Let's Play bei Gronkh gesehen, zumindest von der 3. Okay. Wild Hunt. Das ist schon ein hervorragendes Spiel, muss man echt sagen, auch jetzt noch. Also wenn ich es irgendwann mal bekommen würde und die Zeit dazu hätte, dann würde ich wirklich sagen, jo, das spielst du mal durch. Das ist momentan, also kannst du momentan kaufen für einen 10er, glaube ich, ja, ne, bei Steam. Könnte man durchaus drüber reden, weil, wie gesagt, das Spiel selber ist nämlich gar nicht schlecht, muss man echt sagen. Na gut, das ist halt natürlich immer die Frage. Dass es doch ein sehr langes Spiel war und ich trotzdem komplett, sagen wir mal, das ganze Let's Play durchgeschaut habe, was gerade bei langen Spielen nicht immer unbedingt selbstverständlich ist. Das ist halt bei mir immer die Frage halt, aber ich glaube, das lohnt sich halt bei mir tendenziell halt nicht halt, ne? Lohnt sich bei mir auch nicht, weil ich einfach nicht die Zeit habe zu spielen. Ich wollte jetzt über Weihnachten ganz gerne mal ein bisschen mehr. Ich wollte jetzt ganz gerne über Weihnachten ein bisschen mehr spielen, aber ich denke, es wird dann wahrscheinlich wieder. Also ich denke, das wird dann halt irgendwie. Welche Spiele habe ich mir da schon ausgesucht? Ich denke, das wird dann wahrscheinlich so Civilization werden halt, doch. Ne? Ja, ich dachte mir so an Herr der Ringe Online natürlich. Und Stellaris. Stellaris wollte ich auch. Ja, ich habe gut auch so rumschreien hier. Ich fall jetzt nicht mal um. Vielleicht. Wobei ein Spiel hatte ich jetzt heute bei Steam nochmal gesehen gehabt, das könnte ich mir vielleicht doch nochmal vorstellen. Aha. War ja Fan gewesen von Cities Skylines. Das könnte ich mir auch nochmal vorstellen, dass ich da nochmal ein bisschen reingucke. Ne? Ansonsten, weiß ich nicht, gibt's halt momentan nicht so richtig was. League of Legends ist ein bisschen, weiß ich nicht, finde ich dann immer so von. Ich halt den einen hier, der Star Wars From Order, glaube ich, heißt. Ja, das habe ich mir nämlich auch gegönnt. Muss ich nur bei Gelegenheit mal weiterspielen. Allerdings kommt da mein Rechner schon an die Grenzen, muss ich sagen. Also, ja. Es ist noch flüssig spielbar alles und auch auf guter Qualität und sowas in der Art. Allerdings sind die Grafikkarte da permanent ausgelastet. Und der RAM-Speicher, ja gut, der geht noch, weil ich habe ja jetzt erweitert. Aber der ist auch vernünftig belegt in der Regel. Prozessor, meinst du, dann macht das keinen Spaß mehr? Glückwunsch, eure Errungenschaften. So, jetzt klicke ich mal irgendwo drauf und jetzt kommt was. Aber, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe mir ja natürlich nicht durchgelesen. Cookie Details, Searching for Page, blablabla. Ja, genau. Und da fehlt das scheinbar noch. Vielleicht ist das auch erst neu, um halt ein paar Spieler halt mit einzubinden und die Wiki-Seiten sind noch nicht erstellt. Ja, glaube ich jetzt nicht unbedingt. Trent. Wo müssen wir eigentlich hin? Gefährliche Guru. Schwarzgeist. Sag das doch. So. So, hier ist das Holz.
Ja, das ist schon eine gute Strecke, die wir da hier irgendwie erledigen müssen. Ja. Also wenn wir da irgendwie einen Reitposten bekommen würden, das wäre irgendwie ganz fresh, glaube ich. Einen Reitposten? Also ein Reittier. Wir haben doch ein Reittier. Wenn ja, hier ist sogar eins. Dann müssen wir es mal holen. kannst du das hier holen? Stall. Ja? Herbeirufen. Falls eure Gegenstände... Ja, komm. Ja, Gaul. So, war das meiner? Nee, das war nicht meiner. Wie rufe ich das jetzt? Stall? Ja, du musst zum Stallwart erstmal gehen. Ja. Transportmittelreit hier nicht gefunden. Und das eine ist ausgegraut. Ausgegraut? Jo. Kannst du da nicht Reparatur oder irgendwie sowas machen? Ja, wie gesagt, vertauschen, Wagen anbringen, Pferdemarkt. Ich dachte, ich hätte halt jetzt schon gerufen, deswegen dachte ich, oder ist es hier? Nee, das ist nicht meins. Also nee, du gehst halt auf Stall und dann hast du da Reittierstatus. Ja, genau. Stall, Status, Reiterstatus, genau. Und das ist ausgegraut. Rang 5 ausgegraut, Stufe 6 Eri Glitch. Warum ist das ausgegraut? Nee, nee, steht halt nicht da. Kann auch sein, dass ich einfach wieder irgendwo einen Fehler mache oder irgendwas Dingens, aber es ist halt so. Das kann ich auch nicht machen. Stall weiter will ich nicht, weil was brauche ich denn? Ich habe ja mein Dingens. Schließen, vertauschen. Vielleicht kann. Ich bin auch doof. Vielleicht ist es einfach nur ausgegraut, weil ich vielleicht mal rufen sollte. Wie ging das mit dem Rufen? Nö, natürlich geht das nicht, weil hier oben sogar das Rufen weg ist. Hm. Interessant. Also gerade eben war es noch da, aber dann ging es auch immer nicht mehr. Nur Ärger mit deinem Gaul. Ja. Naja, gut. Dann guckst du jetzt nochmal in der Folgenpause. Und ich würde. Ja, entweder das oder ich hole mir halt. Ich habe da so eine Reittierflöte, dann hole ich mir das da. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Jo, lasst einen Daumen nach oben da und so. Und wenn ihr einen Tipp habt, in die Kommentare. Auch was das Pferd angeht. Tschüssi. Tschüss.